der spirituelle Name Shukadeva. Shukadeva, auch verkürzt ausgesprochen Shukadev, ist ein Name für Aspiranten, ein spiritueller Name für Aspiranten mit Krishna-Mantra oder auch abstrakte Mantra wie Soham. Shukadeva ist eine historische Person bzw. mythologische Person. Er gilt als der Sohn von Vyasa. Shukadeva war derjenige, der die Puranas weitererzählt hat, war derjenige, der Jnana, Weisheit mit Bhakti verknüpft hat. Shukadeva heißt auch derjenige, der ein Deva ist, der wie ein Papagei ist. Shuka heißt nämlich Papagei. Und warum Papagei? Ein Papagei spricht durchaus nach. Im Deutschen ist Papagei nicht so positiv besetzt. Im Sanskrit würde man sagen, derjenige, der die Schriften kennt, derjenige, der die Schriften rezitiert, derjenige, der die Schriften weitergibt. Aber nicht nur blind wie ein Papagei, sondern Deva, der sie verstanden hat, der sie mit Leuchten und Strahlen führt, derjenige, der eben wie ein Engel ist, wie ein Gott ist, die Schriften kennt, die Schriften zitieren kann, höchste Weisheiten zitieren kann, der aber die Schönheit hat, wie ein Papagei, leuchtet und strahlt. Es gibt einen langen Artikel über Shukadeva auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de/Shukadeva mit Artikeln von Swami Shivananda und auch einem längeren Videovortrag von mir über die Bedeutung von Shukadeva. Alles eben auf unseren Internetseiten zu finden.